nehme ich für unterwegs mit. Kritik an der Turing-Verordnung. Text, Datenpunkte, Welt. Verfechter der Rechte künstliche Intelligenz kritisieren die seit 16 Jahren geltende Turing-Verordnung. 8. Juni 2060. Eine Gruppe, die sich selbst Zentrum zur Befreiung körperloser Intelligenzen nennt, organisiert einen landesweiten Protesttag gegen die Turing-Verordnung. Das Gesetz, das eilig als Reaktion auf die Flucht der Klimainterventions-KI war Fast Silver formuliert wurde, setzt dem Empfindungsvermögen von Maschinenintelligenz enge Grenzen und begründet die MI, die Regulierungsbehörde, die Entwicklung und den Verkauf von KI überwacht. Es bleibt unklar, warum die Aktivisten bis heute gewartet haben, um ihre Unzufriedenheit mit einem 16 Jahre alten Gesetz mitzuteilen, aber in einer Erklärung auf ihrer Holo-Seite nennt das ZBKI die Turing-Verordnung die effektive Wiedergeburt der staatlich unterstützten Sklaverei, die schon zu lange von einer Öffentlichkeit mit einem beschämend biozentrischen Blick auf das Empfindungsvermögen toleriert wird. Weiter heißt es: Es ist an der Zeit, in der postbiologischen Welt die schweren Fragen darüber zu stellen, was es bedeutet, menschlich zu sein. Die Turing-Verordnung und ihre Unterstützer stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr? So weit vom Noraland entfernt. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Wer ist der und woher weiß er das alles? Elizabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name?
Wie heißt alles das Schiff das Ende? Oh, von diesem Lager. Im alten Gefäß drin. Ich habe keine Dinge mehr. Was zum? Ah, okay. Immer wieder der schlechte Bier veranstaltet hat. Was sagen, ich port mich nochmal zurück. Beim Händler. Ist egal welcher. Es wird Zeit, wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Aber ich nehme mir noch eine Minute Zeit. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Eine Händler, die ich hab da einen Händler gesehen habe. Verletzen, falls der Sonnenfall angreift. Ja. Genau, ich muss kaufen. Thank you.
Also 10-mal fettes Fleisch brauche ich einfach nur 6, okay. Kein Problem, gucken, ob es nicht in der Umgebung hier welches gibt. 4-mal fettes gesagt, Fleisch. Kann ja nicht dieses goldene Schnellreisepaket kaufen. Hat das Problem hier gelöst. Hier sieht es natürlich schon wieder aus, als rennt auch wirklich gar kein Art. Genügend. Ich bin nicht geschimpfen. Noch ein Signal? Auf Bettes Fleisch. Reichhaltiges genügt nicht. Das Signal muss ganz nah sein. Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. Noch. Ich werfe gleich eine Metallscherbe. Metallblume. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Naja, das müsste ich erst mal. Oh, ich knapp mal das Blumen auch nicht gerade. Boah, komm schon. Das mag ich nicht. Dann geht er nicht genug. Stimmt, ich rette hoch. Alarm. Oh nein! Ein bisschen genervt, korrekt. Und sogar getötet. So sieht's aus. Bin doof angestellt. Etwas in der Nähe sendet das Signal. Müsste lang halten.
einfach hin. Eigentlich bin ich unter Wasser. Ich bin halt nicht, wenn wir unter Wasser springen. Schade. Hat recht. Okay, das war jetzt ziemlich spannend. Ah. Okay, jetzt hopp auf seinen Kopf. Wirklich? Weiter? Ich glaube, ich bin sicher. Ich weiß schon, aber ich weiß, weiter geht. Ja, ein bisschen Zeit. Thank you.
Okay, das ist sehr gut aufgedeckt. Wo bin ich überhaupt?